Hallo Fußballfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es weiter mit dem Saisonrückblick und ihr seht es schon mal dran, es ist der erste FSV Mainz 05. Wir gucken heute drauf, was Mainz eigentlich dieses Jahr erreichen wollte, was sie bei der Saison vorhatten und vor allen Dingen auch, wie man schlussendlich die Saison bewerten kann. Erstmal beginnen wir aber an die Erwartung der Mainzer. Denn klar war, im Vorjahr war man lange im Abstiegskampf, man konnte erst am vorletzten Spieltag den Abstieg vermeiden und deswegen war das klare Ziel erst einmal, keinen Abstiegskampf erneut erleben zu müssen. Man wollte ein sicheres Tabellenmittelfeld, das war schon ein bisschen auch der Anspruch an sich selbst, aber Hauptsache kein Abstiegskampf, der Rest kann erst einmal kommen, wie man es eben dann eben kommen lassen muss. Gucken wir mal auf den Tabellenverlauf der Mainzer, an dessen wir wirklich gut erkennen können, wie die Saison so verlaufen ist. Es ging sehr, sehr gut los. Man hat einen richtig, richtig guten Saisonstart erlebt. Da war man lange Zeit auch in den ersten 5-6 Spieltagen im Bereich der Europa League Plätze, womit man auf jeden Fall mehr als zufrieden war. Also der Saisonstart ging wirklich sehr, sehr gut. Im Laufe der Hinrunde gab es natürlich auch Pleiten wie gegen Gladbach oder gegen Bayern, wodurch man dann auf Platz 13 abgerutscht ist. Schlussendlich landet man aber eben auf einem wirklich akzeptablen 12. Platz. Genau da wollte man ja hin. Dann zu Beginn der Rückrunde lief es auch wieder richtig gut los. Man war auf Platz 10, man war auf Platz 11 zu finden. Dann rutscht man wieder so ein bisschen ab auf Platz 13 und war dadurch so ein bisschen auch wieder im Abstiegskampf. Nicht komplett drin, aber man hätte mit ein paar Niederlagen wieder reinrutschen können. Aber Mainz hat dann eben gezeigt, sogar gegen Teams wie Dortmund oder gegen Leipzig, was sie können. Am Ende gab es eben dann den 12. Platz, wo man auf jeden Fall zufrieden sein konnte. Und wir sehen ja auch, die Saison war relativ solide. Man war nie ganz oben zu finden, aber auch nie komplett ganz unten. Und genau das war ja das, was man eben auch erreichen wollte. Und somit kann man auf jeden Fall sagen, Platz 12 am Ende vollkommen in Ordnung. Gucken wir nun mal auf die Top 11 der Saison. Da finden wir sicherlich ein paar Spieler, die auch eine richtig gute Saison gespielt haben. Im Tor führt für mich kein Weg an Florian Müller vorbei. Er ist die klare Nummer 1 bei Mainz 05, die Nummer 2 ja bei der deutschen U21-Nationalmannschaft. Viererkette damit Aaron, der Nordzugang links hinten, der auf jeden Fall überzeugen konnte, der vor allen Dingen auch sehr, sehr starke Flanken geschlagen hat. Nia Kate, auch ein neuer Mann, der Diallo perfekt ersetzen konnte. Stefan Bell, der mal wieder eine solide Saison gespielt hat. Und Daniel Brusinski rechts hinten. Dann das Vierer-Mittelfeld mit der Raute, mit Jovamar auf der 6, mit Koundé und Latza auf den Halbpositionen. Vor allen Dingen auch Koundé hat gezeigt, was er kann. Und Bezius, ein Neuzugang im vergangenen Sommer, ist er ja erst gekommen zu Mainz und hat direkt mal überraschenderweise auch richtig, richtig gute Leistungen gezeigt. Und vorne natürlich Mateta, ein Neuzugang, auch er im vergangenen Sommer erst gekommen, der Franzose, und hat auch direkt mal gezeigt, wie stark er ist, neben ihm natürlich dann eben auch Quaison zu finden. Weiter geht's mit dem Spieler der Saison. Da bist du wieder gefragt. Also wer ist für dich der beste Mainzer Spieler in diesem Jahr gewesen? Ist es Jean-Philippe Mateta, der beste Torschütze der Mainzer, der sicherlich auch viele Fußballfans überrascht hat? Florian Müller, ganz, ganz starker Keeper, hat dieses Jahr sicherlich auch gezeigt, dass er ein Stammkeeper in der Bundesliga ist. Jean-Paul Bretzius, wie gesagt, der ist erst im vergangenen Sommer gekommen. Zuvor in seiner Karriere lief es nicht wirklich oftmals gut bei Mainz, aber eine richtig gute Saison gespielt. Jean-Philippe Jovamar mal wieder ein wirklich gutes Jahr von ihm und eben für mich darf auch Aaron dort nicht fehlen. Für mich auf jeden Fall einer der Besten in der Bundesliga, den wir links hinten zu finden haben. Also der kann nochmal ein richtig, richtig guter werden. Also stimme gerne ab, wer für dich der beste Mainzer im vergangenen Jahr war. Kommen wir nun auch schon zur Bewertung der Mainzer Saison. Also wie gut war Mainz jetzt eigentlich? Die Erwartung wurde voll und ganz erfüllt, finde ich. Also natürlich mal gut, mal schlecht, vielleicht war sogar mehr drin. Wenn man sich die Hinrunde anguckt, hat man wirklich manche Spiele richtig gut gespielt. In der Rückrunde war das jetzt nicht mehr ganz so der Fall. Der Abstieg wurde aber trotzdem relativ souverän verhindert und deswegen gibt es von mir die Note 3, weil es einfach eine durchschnittliche Saison war. Man wollte keinen Abstiegskampf, den hatte man größtenteils nicht. In der Rückrunde, wie gesagt, hat man nochmal ein paar Sorgen, dass man nochmal reinrutschen konnte. Den hat man aber schlussendlich nicht gehabt. Man hatte aber eben auch jetzt nicht das komplett sichere Tabellenmittelfeld. Deswegen von mir die Note 3. Man war mal gut, man war mal schlecht. Am Ende konnte man aber auf jeden Fall, denke ich mal, zufrieden sein. Im nächsten Video geht es aber heute mit Borussia Dortmund. Da gucken wir dann das nächste Mal drauf. Und ich bin sehr gespannt, was es da so zu bereden gibt. Und genau damit geht es dann eben im nächsten Video auch weiter.